Servus Leute, Brian ist wieder hier. In meinem vorletzten Video bereits habe ich euch gezeigt, wie ich meinen Bahnhof so schalte und ich habe dabei mein cooles selbstgebautes Stellpult gesehen mit LED-Rückmeldung. Und ich dachte, den einen oder anderen interessiert, wie ich das genau baue. Hier ist die Anleitung dazu. Heute konkret soll es um die Weiche gehen und im nächsten Video geht es dann um das Signal und die Bremsstrecke. Genug Zeit verloren, fangen wir gleich an. Wie man einen elektrischen Antrieb von Märklin ins Ziggleis einbaut, muss ich euch hoffentlich nicht erklären. Das sind zwei Schrauben und fertig. Sonst gibt es bestimmt gute Tutorials irgendwo anders auf YouTube oder eine Anleitung. Aber ist nicht schwierig. Dann habt ihr natürlich eure drei Kabel, die davon weggehen. Zwei blaue, ein gelbes. Na, logisch, das gelbe kommt an so ein Licht drauf für Strom und die anderen beiden blauen, damit schaltet ihr dann die Weiche. Und dann kommen wir auch schon zu dem ersten elektronischen Bauteil, was ihr benötigt. Ich tue euch übrigens die Links und alles in die Beschreibungen rein, damit ihr das irgendwie nachkaufen könnt oder so. Alles easy. Den Taster. Und den müsst ihr jetzt zwischen einem blauen Kabel und dem Minusanschluss des Trafos anlöten. Heißt, der hat ja zwei Zacken. Eine Zacke verbindet ihr mit dem blauen Kabel und die andere Zacke verbindet ihr mit dem Minusanschluss des Trafos. Habt ihr das für das andere blaue Kabel auch gemacht, könnt ihr es gleich mal ausprobieren. Die Weiche müsst ihr jetzt auf jeden Fall schalten. Hier das Ganze nochmal schematisch dargestellt mit Windows Paint, ja, ihr dürft ruhig lachen, aber ich meine, man versteht's. Kommen wir nun zu den LEDs, beziehungsweise davor müssen wir noch eine Sache machen, nämlich aus Wechselstrom Gleichstrom machen. Der Märklin-Trafo gibt bekanntlich Wechselstrom aus, wir brauchen aber für die LEDs und das Relais Gleichstrom, das heißt wir müssen es erst gleichrichten und ich mache das mit einem Brückengleichrichter. Der hat vier Ausgänge, davon sind zwei mit AC, also Wechselstrom markiert. Das sind bei mir die blauen Kabel, die müssen jetzt an Plus und Minus, beziehungsweise an Gelb und Braun. Es ist auch völlig egal, welches der beiden Kabel an welches Pol muss, weil Wechselstrom. Und dafür bekommt ihr dann vom Brückengleichrichter einmal Gleichstrom Plus und einmal Gleichstrom Minus. Ich meine, ihr könnt es umgehen, wenn ihr einfach einen Gleichstrom-Trafo habt, aber ich habe halt einen Wechselstrom-Trafo. Also wenn ihr einen Gleichstrom-Trafo habt, was weiß ich, von Rocco oder so, keine Ahnung, oder Tricks, dann braucht ihr das nicht machen, aber bei mir halt schon. Und nochmal vereinfacht dargestellt. So, kommen wir nun zu dem Bauteil, wovor jeder Angst hat, zumindest ich am Anfang, das Relais. Keine Sorge Leute, ist nicht so schwer wie es aussieht, wir werden auch hier Schritt für Schritt durchgehen, ich werde auch am Ende jeder Sequenz diese coole schematische Zeichnung zeigen und am Ende habe ich mir sogar die Mühe gemacht und es ein bisschen animiert, was genau da jetzt vor sich geht in diesem Relais, also keine Sorge. Als erstes kümmern wir uns darum, dass das Relais Strom bekommt. Das hat so coole Anschlüsse, diese, ich nenne es mal Zacken, und wir brauchen davon die zwei, die näher aneinander stehen als die anderen drei. Ihr seht es in der schematischen Zeichnung gleich. Die könnt ihr so ein bisschen gleich zusammendrücken, dass sie sich berühren, weil die beiden müssen mit dem Pluspol von dem Brückengleichrichter, also Gleichrichter Plus, angeschlossen werden. Direkt gegenüber von den beiden Anschlüssen habt ihr die gleichen nochmal, die aber auf keinen Fall zusammendrücken. Mit den beiden schaltet ihr nämlich das ganze Relais. Ihr könnt das gleich mal ausprobieren, indem ihr den Minusanschluss des Brückengleichrichters nehmt und einfach zwischen den beiden Zacken da wechselt. Ihr solltet dann ein Klicken hören. Und wenn ihr ein Klicken hört und auch kein Brummen oder sonst was, einfach nur ein Klicken, dann wisst ihr, ja, das Relais funktioniert, es schaltet. Ja, ihr habt richtig erraten, da an den beiden Anschlüssen müssen jetzt die beiden Taster angeschlossen werden. Dafür nehmt ihr ein weiteres Kabel, bei mir ist wieder blau. Das kommt auf der einen Seite an die Seite des Tasters, die Richtung Weiche führt, und das andere Kabelende lötet ihr dann entsprechend an eins der beiden Anschlüsse des Relais an. Es ist auch erstmal irrelevant,
welches der beiden Anschlüsse ihr nehmt. Das Ganze natürlich für den anderen Anschluss des Relais und den anderen Taster auch nochmal. Habt ihr alles richtig angeschlossen, sollte man das Klicken des Relais hören und gleichzeitig die Weiche. Jetzt kommen wir endlich zu den LEDs. Ich habe für die Übersichtlichkeit alles andere vom Relais abgelötet, also hier Stromanschluss und die Taster. Ihr lasst die natürlich dran. Wir fangen wieder mit Strom an, also mit Brückengleichrichter Plus. Das muss an diese Zacke hier angelötet werden. An die anderen beiden Anschlüsse rechts kommen jetzt endlich die LEDs ran. Am langen Beinchen vom LED noch einen Widerstand anlöten, denn LEDs brauchen einen Vorwiderstand und das lange Beinchen ist Plus. Und das kommt jetzt an eine der beiden Anschlüsse des Relais. Und an dem Relaisanschluss ganz rechts das gleiche. Nochmal, ihr wollt ja zwei LEDs haben, die euch dann entsprechend am Stellpult euch rückmelden, wie die Weiche gerade gestellt ist. Habt ihr alles richtig angeschlossen, könnt ihr jetzt zwischen den beiden LEDs, bei mir rot und blau, schalten und ihr seid fertig. Für all diejenigen, die es jetzt interessieren, wie genau es funktioniert, erkläre ich das jetzt so gut ich kann. Ist im Prinzip ganz einfach, ihr habt dieses Relais und mit einem Relais kann man mit einem kleinen Stromkreis einen größeren schalten, zum Beispiel. Man kann also mit dem Stromkreis anderen schalten. Ich habe die Ausführung bistabil mit zwei Wechslern. Ich habe aber nur einen im Betrieb. Die anderen drei Kontakte, die nicht angeschlossen sind, damit könntet ihr nochmal zwei LEDs zum Beispiel anschließen. Aber braucht man ja nicht. So, die Ausgangsposition ist diese hier. Wir haben die blaue LED leuchtet und wir drücken jetzt den Taster oben. Und ihr seht, im Relais innen drin ist ein grüner Strich, ein grüner Balken. Das ist dieser Wechsler, der zwischen dem mittleren Kontakt und dem Kontakt ganz außen wechselt. Ihr wechselt also zwischen zwei Stromkreisen einfach. Genau, also die Taste wird betätigt, der grüne Strich, der Wechsler, geht jetzt nach oben quasi zum anderen Stromkreis, die blaue LED geht aus und die rote geht an. Ja, und so wechselt ihr eben diesen grünen Balken halt immer zwischen der roten und der blauen LED. Ihr wechselt also zwischen dem Stromkreis des roten LED, der roten LED und der blauen LED. Und mehr ist es im Prinzip nicht.